ich habe das Gefühl, dass ich mir doppelt so viel Mühe muss geben wie eine normale Frau, weil sie eine Reinheit ausstrahlt von innen. Und ich habe das Gefühl, die Reinheit in mir ist nicht vorhanden und darum muss ich es äußerlich darstellen. Es dauert jeden Tag 3 Stunden, bis Sabine Bühler glaubt, sich den Menschen außerhalb ihrer Wohnung zumuten zu können. Ich selber genüge mir eigentlich nie. Und ich habe dann auch das Gefühl, jedes falsche Hörli oder jede Wimper, die in die falsche Richtung schaut, könnte störend sein. Ich bin ja nicht eine Magersüchtige, die vor dem Spiegel steht und stolz ist auf meine Rippen, die man sehen kann. Und ich glaube, Essen für mich ist viel mehr die Angst, sich zu spüren oder eben zu fest zu spüren. Auch muss ich vorstellen, man schwitzt dann eher mal oder hat spürt überhaupt die Körperwärme. Weil ich habe ja eigentlich ständig kalt, aber wenn man Körperwärme überkommt durchs Essen, ich meine, ich kann seit 25 Jahren keine Spaghetti mehr gegessen. Ich weiss gar nicht mehr, wie das schmeckt eigentlich. Von dem her, wenn ich jetzt so einen Teller essen würde und der gibt mir warm und ich würde etwas spüren, das macht mir Angst. Ich bin immer sehr alleine. Ich suche die Einsamkeit und gleichzeitig kann ich sie nicht vertragen. Das ist noch ganz schwierig. Darum gehe ich eben gerne an einen Ort, in einen Café, wo es viele Leute hat. Und ich gleich kann irgendwie einfach unter dieser Masse untertauchen. Vielleicht 5 Minuten Beachtung geschenkt bekommen. Und dann kann ich dort einfach mein Leben leben. Mein Leben besteht aus Bücher lesen und den Intellekt brauchen. Und ja, ich mache nichts anderes als lesen. Und ab und zu was Kleines essen und vor allem viel trinken, das nimmt den Hunger auch. All das, was einem normalen Menschen Struktur gibt, ist für Sabine Bühler fremd und bedrohlich. Mahlzeiten zum Beispiel. Sie isst erst nach Einbruch der Dunkelheit. Und nur allein in ihrer Wohnung. Ein Brötchen und einen Joghurt. Maximal 700 Kalorien täglich. Einer geregelten Arbeit konnte Sabine Bühler noch nie in ihrem Leben nachgehen. Ihre Aufgabe ist das Überleben ihrer Vergangenheit. Ihre Welt sind Bibliotheken, die täglichen Telefonate mit ihrer Mutter und Arztpraxen. Ich brauche sehr viel die Sicherheit um mich herum, von meinen Terminen in der Agenda bei meinen Ärzten, die geben mir so einen Faden durch mein Leben. Dann meine Treffen mit meiner Mami, meine Telefon mit meiner Mami. Das sind schon die Stützpunkte, wo ich nicht könnte darauf verzichten, wo wahrscheinlich andere einmal im Jahr zum Doktor gehen, gehe ich ja 2-3 Mal in der Woche, oder? Und das ist für mich mehr das soziale Netz und eben meine Bücher, weder jetzt für andere Familien, oder? Sabine Bühler ist 41 Jahre alt, 28 Kilogramm schwer und 141 Zentimeter groß. Die Maße einer untergewichtigen 10-Jährigen. Essprobleme ziehen sich wie ein roter Faden durch ihr Leben. Schon mit 8 die erste Magersucht. Ihre Reaktion auf die schwierigen Familienverhältnisse in ihrem Elternhaus. Das Essen ist das, was man kontrollieren kann, wo man sagen kann, ich esse so viel, dass ich am Leben bleibe. Weil sterben will ich nicht.
aber ich weiss genau, wie viel Kilo das ich sein darf, damit ich nicht irgendwelche fraulichen Gefühle habe. Und das ist bei mir jetzt etwa so 29 Kilo, besser 28. Mit 8 Jahren die erste, mit 13 die zweite Magersucht. Ein Schutz gegen ihren Kunstturntrainer, der sie jahrelang sexuell missbrauchte. Mein Ziel war mit 13, Kind zu bleiben. Ich bin auf dem WC gesessen und hatte das Gefühl, wenn ich klein und eng bleibe, dann wird er nie ganz in meine Seele eindringen können. Also mich ganz besitzen, quasi. Und das war für mich einfach wie ein Rettungsanker gewesen. So wird er nie können, ja, mich ganz haben oder alles haben von mir. Gedanken eines Kindes in Not. In den Gerichtsakten wird später von jahrelangen Penetrationsversuchen des Turntrainers die Rede sein. Die 13-jährige Sabine hörte auf zu essen und blieb tatsächlich klein. Frau Bühler ist so klein, weil sie zuerst eine Magersucht hatte. Das kann man nicht wegschwätzen. Die Magersucht hat sie Zentimeter gekostet. Wie viel? Wir haben einmal können zeigen in einer Arbeit, bis zu 10 cm. Das ist einmal der erste Teil und das wäre sie sowieso kleiner geworden. Aber sie ist deutlich kleiner als nur, was durch die Magersucht erklärbar ist. Und dann muss der Rest, ist ganz klar, durch die Missbrauchssituation, durch den Stress, durch den Missbrauch über das Turnen, durch das ist der Rest bedingt. Professor Urs Eiholzer, Spezialist für Wachstums- und Hormonstörungen. Er kannte schon die 8-jährige magersüchtige Sabine. Damals schickte er Mutter, Tochter und Stiefvater in eine Familientherapie. Im Jahre 1999, als Sabine Bühlers Turntrainer der Prozess gemacht wurde, verfasste er ein Gutachten über ihre Kleinwüchsigkeit und ihre körperliche Entwicklungsstörung. Es zeigte auf, wie extrem Sabine Bühlers Körper auf die ihr zugefügten seelischen und körperlichen Grausamkeiten reagierte. Als ich sie kennengelernt habe, war ich ein junger Assistent. Und ich musste meinen Hormonspezialisten-Chef den Fall Bühler erklären. Und jetzt passiert das Gleiche wie vielleicht Ihnen nochmal und was den Zuschauern passiert. Es hat keiner verstanden. Wie wollen Sie denen das mitbringen, überbringen, was hier passiert ist? Mit herkömmlicher Endokrinologie, mit Hormonwissenschaft, ist das ganz schwierig zu verstehen. Das ist wirklich, und darum kommt jetzt die Faszination, das ist Psychosomatik in Reinkultur. Und zwar nicht nur in Reinkultur, in absolut extremer Situation. Man kann den Fall Bühler nur verstehen, wenn man das Rüstzeug der Hormone und das Rüstzeug der Psychiatrie mitbringt und wenn man sehr viel weiss über die psychosoziale Reifung der Pubertät. Der Weg für die Missbräuche an Sabine Bühler wurde schon früh geebnet. Der leibliche Vater verließ Tochter und Mutter, als Sabine 5 Jahre alt war. Sabine suchte einen neuen Vater und fand diesen im neuen Partner der Mutter, ihrem Stiefvater. Doch als dessen leibliches Kind geboren wurde, glaubte die kleine Sabine, einen weiteren Vater zu verlieren. Sie litt unter dem Liebesverlust und wehrte sich mit Essensverweigerung. In all dem Schmerz tauchte auf einmal ein neuer Mann in ihrem Leben auf. Ich habe meinen Trainer kennengelernt in einer Turnhalle. Und hat so Witzchen gemacht und uns Kompliment gemacht, dass wir hübsch und gut sind. Und das hat uns schon gefallen. Wir haben gefunden, das ist ganz ein lässiger. Die Schmeicheleien des charismatischen Kunstturntrainers fielen auf fruchtbaren Boden. Sabine suchte die Nähe zum neuen Idol und schaffte die Aufnahme ins Turnkader, das er trainierte. 15 Stunden pro Woche mühte sie sich fortan ab, um ihrem Trainer zu gefallen. Der neue Mann in ihrem Leben stellte das in Aussicht, wonach Sabine immer gesucht hatte. Anerkennung, eine Vaterfigur, eine Familie. Ja, es ist einfach, das am Anfang so unbeschwert war, dass so das Leben ist schön und
wir haben es lustig und wir sind eine Familie und wir haben es gut und wir gehören zusammen und wir... Die erste Überforderung war dann, als er mit uns getauscht hat. Da bin ich lange da gestanden und wollte nicht duschen. Und für die anderen vom Dorf selber, die haben das so natürlich mitgemacht. Und da bin ich mir wirklich sehr deplatziert vorgekommen und habe gedacht, also Sabine, du bist vielleicht ein bisschen brüd oder wie mein Stiefvater mir schon eingebläut hat, ist wieder in die Vergangenheit gekommen. Er hat mich eingeholt, dass ich auch hier schon brüt war. Also hat er gleich recht gehabt und ich habe einen Fehler gemacht beim Stiefpapi. Das eingeseift werden von ihm, das berührt werden, das ist... Und so ist es dann immer weitergegangen, oder? Jeden Tag fast ein Stückchen mehr. Und weil das halt so schleichend war, ist das auch so... schwierig war, dass man das immer wieder als Grenzüberschreitung anschaut. Der Weg von Sabines Elternhaus zur neuen Trainingsanlage war lang. Anderthalb Stunden hin, anderthalb Stunden zurück. Immer öfter übernachtete die damals 12-Jährige deshalb bei ihrem Turntrainer und späterem Peiniger. Bald schon wohnte sie immer von Donnerstag bis Montag bei ihm. Der nächste grosse Schritt war, dass ich, er hat gesagt, er hat mir ja Säule gesagt. Und er hat gesagt, ich sei dreckig, ich müsse baden. Und hat mir das Badwasser eingelassen. Dann plötzlich geht die Tür auf und er kommt rein, steigt auch mit in die Badwanne, schlingt sich um mich, hat dreht und macht. Und ich glaube, ich habe in vielen Situationen habe ich einfach habe mich auch ganz einen heissen Kopf bekommen und probiert, etwas ganz anderes zu denken. Aber ich konnte ja nicht einfach aufstehen und raus. Es war schon meine Welt. Ich hatte keine Freunde mehr in der Schule. Ich war schon jedes Wochenende dort in diesem Dorf, unter der Woche zwei, drei Tage. Es war meine Welt, mein Leben. Sie hat ihn erlebt wie einen Vater, wie einen Freund, später wie einen Geliebten, wie alles. Und sie hat überhaupt keine Chance gehabt, irgendwie Distanz zu machen. Jetzt kommt dazu, sie hat überhaupt keine Pubertät gehabt. Wann macht man Distanz von seinen Eltern? In der Pubertät. Also sie ist quasi, und das ist das ganz Spezielle an ihr, auf immer und ewig dem Mr. X, dem Herr X verfallen gewesen. Die Situation ist so extrem, dass sie sich, wie man das von den Konzentrationslagern, also in Deutschland oder dann in neuerer Zeit auf dem Balkan gegeben hat, dass sich die Opfer mit dem Folter identifizieren. Also sie, es hat gar kein Stacheldraht gebraucht, weil sie gar nicht auf die Idee gekommen wäre, 5 Meter von dem Mr. X wegzugehen, weil sie alles Tag und Nacht, das ist im wahrsten Sinne des Wortes, Tag und Nacht hat wollen machen, was er von ihrer Welle hat, und es geht ja noch weiter in dieser Situation, nicht nur, was er will, sondern was sie denkt, dass er will. Also im Prinzip ist der Gehorsam antizipiert und 100%. Und danach, die Abhängigkeit schafft dermaßen Stress, dass man das wirklich mit dem KZ kann vergleichen kann. Und auch, was man mit dem KZ auch kann vergleichen kann, sind die inneren Beziehungen zwischen Opfer und Täter, zwischen Folterer und Opfer, wo nachher die werden so eng und das Folteropfer wird dermaßen abhängig vom Folterer, dass die inneren Grenzen zwischen denen, vom Opfer aus gesehen, die inneren Grenzen verschwinden und das Opfer bis nicht mehr weiss, ob er die Folterungen gewünscht hat oder nicht gewünscht hat, weil sie sich dermaßen mit dem Täter identifizieren. In dieser Situation war Frau Bühler. So schnell hat er alles von mir eingenommen. Es war eigentlich eine kurze Zeit. Ich konnte nicht mehr zurück. Ich habe mich so elend gefühlt. So schmutzig.
so besudelt. Wenn ich zu meiner Mami gegangen wäre, ich hätte irgendwie Angst gehabt, dass sie das Gefühl hat, meine Tochter ist dreckig. Ich will sie gar nicht mehr. Ich konnte mir nie irgendetwas so vorstellen, was da abgeht. Ich habe gewusst, Sabine geht immer gern. Und einmal, da weiss ich noch, wo wir zu Däniken gewohnt haben, da ist Sabine mal heimgekommen, sie will nicht mehr turnen. Und das war hier, da hat sie gerade frisch angefangen, in dem Kader. Und dann habe ich halt dann Sabine gesagt, jetzt tut man nicht, wenn man schon etwas erst angefangen hat, geschaut hat, dass man alles machen kann. Man muss ein bisschen durchbeissen, nicht immer gerade aufgeben. Und das war der grosse Fehler. Da hätte man eigentlich müssen sagen, nein. Aber ich habe natürlich auch nicht gewusst, warum ihre Beweggründe sind. Oder? Und nachher ist sie wirklich immer gern gegangen. Sie haben ihre Lager gehabt. Sie sind einmal über Weihnachten oder über Ostern sind sie in das Dorf gegangen. Und ja, und mein Vertrauen, das war zu 100% da gewesen. Aber ich mag mich so besinnen, ich bin da zumal, muss ich auch halt wieder sagen, in der Scheidung gsi, habe mich getrennt. Und dann haben wir selber Probleme gehabt, innerhalb. Also auch Aggressionen. Man hat dann angenommen, das sind auch so pubertäre Entwicklungen. Und wir haben sehr grosse Probleme gegenseitig miteinander gehabt. Und dann hat man eigentlich immer bei sich selber gesucht und nicht eigentlich gesucht, das könnte die Gründe sein, aus so einer tragischen Situation. Das Verbrechen, das an Sabine Bühler begangen wurde, war auch ein Verbrechen an ihrer Mutter. Sie muss mit den Schuldgefühlen leben, ihre Tochter nicht beschützt zu haben. Sie hört immer wieder Vorwürfe von Sabine. Und auch sie muss den Vertrauensbruch verarbeiten, der ihr von Sabines Trainer angetan wurde. Mit ihrer gezeichneten Tochter hat sie die schreckliche Vergangenheit, auch ihre Versäumnisse, täglich vor Augen. Ich bin ja auch jemand, der folgt oder Ja sagt oder zu viel macht oder halt auch in meinen Beziehungen manchmal zu wenig mich selber geblieben bin oder in Beziehungen zu wenig Mut gehabt, um mich selber zu sein. Wissen Sie, verstehen Sie? Und wenn man selber weiss, wie man selber auch ist, oder selber, ja, selber in Beziehung erlebt oder selber ist, dann weiss man, dass Sabine eigentlich nichts anderes ist, weder ein Stück weit mich selber. Und das ist das, was man sieht. Und das ist das, was so weh tut, weil man es nicht hat können verhindern. Ja, ich finde es auch ein bisschen kindlich. Frischt sich das Sommer, ja. Aber es ist noch herzig, gell? Ja, es ist herzig, aber ich glaube, Röckli hast du genug auf den Sommer, Sabine. Okay. Brauchst du jetzt mehr? Das ist jetzt 164, glaube ich. Nein. Du meinst ein bisschen grösser? Ich weiß nicht, die Ärmel. Oder sind das drüben? Ja, müsstest du probieren, Sabine. Ich kann das nicht so sagen. Aber ich passe nicht für uns. Hallo? So passend würde mich jetzt noch wundern. Meine Mami ist der einzige Mensch, der wirklich immer für mich da war. Neben meinen Ärzten, oder? Ich meine, Mami ruft mich am Morgen um 4 Uhr an und sagt, Mami, ich habe Bauchweh, ich habe Bauchweh, ich habe Bauchweh. Mein kleines Kind, das verzweifelt ist, und das bin ich halt immer noch sehr oft, oder? Und was liegt an Nähe, wie, ich meine, ich würde mich nie getrauen, irgendeiner Freundin eigentlich am Morgen um 4 Uhr anzuläuten und eigentlich auch nicht
nur sehr ungern meiner Hausärztin, auch wenn das früher vorgekommen ist. Ich will ja sie auch ein bisschen schonen. Aber meine Mami kann ich halt immer anrufen. Ich weiss, manchmal auch ungern, aber ich brauche dann in solchen Momenten einfach jemanden, der zulässt. Ich glaube, sonst wäre ich schon lange nicht mehr da. Das Verbrechen zieht immer weitere Kreise. Über Familien, über Generationen. Keines der Opfer kommt zur Ruhe. Der Anstoß zu diesem Film kam von Sabine Bühler selber. Immer wieder suchte und sucht sie die Nähe zu den Medien, den Auftritt in der Öffentlichkeit, um ihre Geschichte zu erzählen. Warum, kann man sich fragen, warum wendet sie sich nicht endlich von all dem Monströsen ab und der Gegenwart, vielleicht sogar einer besseren Zukunft, zu? Warum erzählt sie ihre traurige Geschichte, auch in den Medien, immer und immer wieder? Wenn Öffentlichkeit entsteht, kriegt sie Aussengrenzen. Sie weiß, was außerhalb passiert. Sie kann sich auch anschauen, sie weiß auch, dass sie existiert. Wenn man Geschichten anschaut, ist es nicht so, wenn sie innerlich nicht richtig unterscheiden zwischen Mr. X und ihr, ist ja gar nicht so klar, wer eigentlich existiert und wie viele Anteile für ihr der Mr. X sind. Dort verschwindet alles. Also, Öffentlichkeit macht Aussengrenzen. Sie hat sieht den Namen von sich im Programmheft, sie kann sich anschauen im Programmheft, sie sieht, dass sie existiert und sie sieht, wie sie existiert. Auf der einen Seite war das eben wirklich so, dass die Medien eine Zeit lang so ein bisschen die Freunde waren, weil ich immer wieder das Gefühl hatte, ich glaube mir doch, es ist wirklich so, ich glaube mir. Und ich glaube meine Geschichte wirklich. Ich musste mich immer wieder vergewissern. Auf der anderen Seite habe ich immer das Gefühl, vielleicht kannst du noch mal ein Kind erreichen, so ein bisschen wie fast eine Missionarin. Sie ist auf Tod und Leben mit diesen 10 Jahren Missbrauch verknüpft, wie ihr passiert sind. Und sie kommt nie mehr, hoffen wir nicht, aber sie kommt offensichtlich, oder ist in den letzten 10 Jahren nicht rausgekommen. Ihr ganzes Leben dreht noch um das herum. Und das zeigt nicht, dass sie gestört ist. Das zeigt, wie massiv der Druck war, wie massiv das passiert ist, was ihr widerfahren ist. Mit 19 befreite sich Sabine Bühler aus der totalen Abhängigkeit von ihrem Trainer und gab das Turnen auf. Das war 1990. Damals schaffte sie es gerade noch, ihre kaufmännische Lehre zu beenden. Seither lebt sie von einer IV, wohnt in einer städtischen Einzimmerwohnung. Arbeiten konnte Sabine Bühler nie. Ihr massives Untergewicht, Zwangsstörungen, Klinikaufenthalte, Medikamentenmissbrauch ließen sie nie einen geregelten Alltag leben. Struktur geben ihr Arztbesuche. Mehrmals die Woche bei Psychiatern, Hormonspezialisten, Psychosomatikern. Elisabeth Bandi ist seit 13 Jahren Sabine Bühlers Hausärztin. Mit ganz anderen Zielen gegangen, nicht mit der Gewichtszunahme. Mir geht es einfach darum, dass sie unsere Besorgnis sehen. Ich sehe mich auch als Hüterin von ihrem Gewicht, oder? Dass sie wirklich wissen, dass das, auch wenn das jetzt schon lange das Untergewicht da ist, im Vergleich zum Sommer, wo sie einfach noch mal, weiss nicht, jetzt 3 Kilo, 4 Kilo abgenommen haben, das ist ein Siebtel von ihrem Körpergewicht. Das ist viel mehr, als das für uns wäre, wenn wir so viel abnehmen. Ich meine, jemand, der so viel Medikamente braucht. Das kann man nicht einfach so sagen, aber wenn irgendeine schwere Grippe kommt, weiss ich nicht, ob ihr Körper die Widerstandskraft dann hat. Ich habe Patientinnen verloren, weil es plötzlich Komplikationen gegeben hat. Könnte ich jetzt sterben? Stimmt
das so. Leider ist das so. Das aber nicht einfach ein Herzstillstand in dem Sinn, oder? Ja, das, eben darum ist ja wichtig, dass Kalium kontrolliert ist. Mhm. Weil dann ist es, wenn das passiert, ist es wegen dem Kalium. Ja. Sabine Bühler war auch schon 17 Kilogramm schwer. Damals hat Elisabeth Bandy sie zwangsernähren lassen. Ihre Magersucht ist aber nur die eine Seite der Schädigung durch den Missbrauch. Sie leidet auch noch an einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung. Und das ist, dass zum Beispiel dann Abmachungen nicht eingehalten werden können, dass man einen Plan macht, wie sie Medikamente nehmen soll, dass man einen Plan macht, wie sie essen soll und dass es einfach nicht geht. Dass sie eben Sachen dann auch macht, die man eigentlich mit dem gesunden Menschenverstand nicht versteht. Ich trinke 6,8 Liter in 24 Stunden. Das ist sicher einfach nicht gut, das ist zu viel. Ich meine, es wäre gut, wenn sie wenigstens Sachen können trinken, die Kalorien haben. Aber nichts mit künstlichem Zucker. Ja, das habe ich halt den ganzen Tag im Tee, im Kaffee, überall. Nein, aber das haben wir doch schon mal besprochen, Sabine. Was soll ich machen? Ja, mit richtigem Zucker. Nachher habe ich Zuckerbomben nicht mehr. Nein, nein. Künstlicher Zucker ist für den Darm wirklich Gift. Ich trinke im Tag 8 Tassen Tee. Ja, zuhause. Mit einem Löffel Zucker. Das würde Ihnen so helfen. Ja. Auf der einen Seite ist sie wirklich meine Ärztin mit jahrelanger Erfahrung, die mich eigentlich in- und auswendig kennt. Auf der anderen Seite ist sie halt auch jemand, wenn sie in den Ferien ist, die erreichbar ist, wo ich halt auch Sorgen ausschütte, die man vielleicht eher mal an einer Mutter erzählt. Es ist sicher eine Patientin, die mir nachsteht, wenn man so will, nicht gleich ist, wie es ihr geht. Aber ich tue mich ganz klar abgrenzen und ich nehme das Telefon nicht immer ab, wenn sie mir anruft aufs Natel. Ich habe das gespeichert und sehe, wenn sie anruft und dann nehme ich einfach das Telefon nicht ab. Und wenn sich jemand nur ein bisschen Mühe gibt, mir zu helfen, fange ich dann meistens gerade an lieben. Also richtig, einfach gerne haben. Und ich habe Verbande von Herzen gern. Ich will mich abgrenzen. Ich will auch nicht eben eine Rolle übernehmen, die mir nicht zusteht, dass es eine neue Abhängigkeit gibt. Sie war abhängig in der ganzen Spitzensportgeschichte. Sie ist auch extrem abhängig von ihrer Mutter, immer noch mit 40. Das ist absolut noch nicht eine normale Beziehung, Mutter-Tochter. Und ich will nicht auf der gleichen Schiene weitermachen. Das wäre verheerend und auch absolut nicht therapeutisch. Und mein Gipfeli holen. Sie hat ja, wenn man körperlich sagt, eine komplette Entwicklungsstörung. Also da sieht man es. Aber sie hat natürlich auch die Entwicklungen nicht gemacht, die Kinder zum Erwachsenen machen. Das ist die direkte Folge von diesem Missbrauch. Und damit ist sie natürlich massiv anders geworden als andere Erwachsene. Wenn man massiv anders ist als andere, dann redet man von Störung und von Krankheit. Und so ist sie natürlich sehr stark persönlichkeitsgestört. Sie hat nie können, wenn wir noch einmal auf die Pubertät kommen, das ist immer der Schlüssel. In der Pubertät entwickeln ja die jungen Leute die erwachsene Persönlichkeit. Also sie lernen sich auf gegen das Elternhaus, sie werden abhängig von den Gleichaltrigen, das ist eine vorübergehende Abhängigkeit, und dann entwickeln sie ihre eigenen Ansichten, ihre eigenen Wertmaßstäbe. Das alles hätte sie nicht können machen. Also ist es klar, dass sie persönlichkeitsgestört muss sein. Mal bin ich eben ein Kind, mal bin ich die erwachsene Frau. Aber so in der Seele bin ich schon sehr noch ein Kind. Das ist vielleicht dann auch schwieriger für meine Mitmenschen, oder mit dem können umgehen. Für mich ist das so ein bisschen, so bin ich halt. Aber ich denke, manchmal spiele ich sogar ein bisschen damit. Es ist mein Leben. Ich glaube nicht, dass ich das sehr bewusst mache. Das Kind in ihr verschafft Sabine Bühler ab und zu auch ein kleines Highlight im Alltag. Zum Beispiel regelmäßige Gratis-Haarschnitte,
bei einem von Zürichs Tagcoiffeurs. Ich habe manchmal so komische Ideen. Ich habe gelesen von diesem Coiffeur in der Zeitung. Ich fand, oh ja, ich hätte jetzt eigentlich gerade so ein Coiffeur-Problem. Und habe einfach mal angerufen und habe meine Situation erklärt, dass ich eigentlich ja gar kein Geld habe, aber gleich dringend einen guten Coiffeur bräuchte. Und ja, ich habe manchmal einfach so überraschende Ideen. Die kommen dann so in der Nacht oder um. Ja, und da habe ich irgendwie den Mut gefasst, einfach angerufen und dann sind sehr nett, ich soll mal mit meinem Problem vorbeikommen. Und ich sehe das halt dann wirklich als ein Problem, oder? Wenn du jetzt deine Haare wachsen willst, ja, würde ich schöner finden, wenn wir einen schönen Pony schneiden. Okay. Bis mal die etwas länger sind. Okay. Und dann können wir immer noch schauen, wenn wir jetzt das Mittel wachsen oder wenn, ja, wir immer Pony tragen, weißt, wenn, ah, okay, wir es gar nicht haben, dementsprechend können wir machen. Ich habe halt immer so ein Ballettknoten gehabt, weißt, so richtig. Ja, so ein bisschen prima Ballerina. Es ist eine Welt, die für mich, ich meine, ich will gerne so leben und wohnen. Und eben, ich sehe, dass ich Heftli und ich finde, es haben mega schöne Männer da, wenn man da reinkommt. Und es gefällt mir schon. Bist du heute mal in St. Moritz? St. Moritz nicht, aber ich war letzte Woche in Zermatt. Wow. Ich hatte Ferien. Mega. Es gibt 2222 Meter hoch. Ja. Da hat man sich dort sehr gut entspannen und erholen. Beneide dich gerade ein bisschen. So wie so ein Märchen, weißt du, für Schnee. In dem Trainingslager, wo wir nicht daheim übernachtet haben, ist er jetzt nachts in den Schlafsack gekommen. Sabine war nicht das einzige Mädchen, das vom selben Kunstturntrainer total abhängig gemacht wurde und sich nicht gegen die Übergriffe wehren konnte. Das hat wahrscheinlich eben damit zu tun, mit dem Dreinwachsen. Weil die Übergriffe so unscheinbar angefangen haben. Es war einfach immer alles normal. Es war normal, dass er uns drei Küsse gibt. Der letzte Kuss geht aufs Maul. Er lenkt mich noch am Viertel an, wenn er den Kuss gibt. Nachher die Dusche, aufs Schoss sitzen. Das war so eine Steigerung von unangenehmen Gefühlen gewesen, wo wie auch dort antrainiert war oder angewöhnt war. Da sagt man nichts. Was er macht und sagt, ist eh gut. Bettina trat als Zehnjährige in die Riege des Primarlehrers und Turntrainers ein und war den Übergriffen schutzlos ausgeliefert, bis sie mit 17 das Turnen aufgab. 7 Jahre Missbrauch, 7 Jahre Abhängigkeit. In Bettinas, Sabines und 7 anderen Fällen wurde Anklage erhoben. Die Verhandlung fand 1999 statt. Die betroffenen Turnerinnen und eine ehemalige Schülerin beschrieben die Übergriffe vor Gericht als Zungenküsse, regelmäßiges Betasten der Geschlechtsorgane über und unter den Kleidern, Betasten der Brüste. Die meisten Betroffenen brauchten jahrelange Therapien, um ihr zerstörtes Selbstwertgefühl wieder einigermaßen herzustellen. Der Täter allerdings bezeichnete sich vor Gericht als nicht behandlungsbedürftig. Er zog das Urteil weiter bis vor Bundesgericht. Dort die Bestätigung. 3,25 Jahre Zuchthaus für mehrfache sexuelle Handlungen mit Kindern in 2 Fällen und mehrfache sexuelle Nötigung in 5 Fällen. Bettina ist heute 38 Jahre alt, Lehrerin und Mutter von 3 Kindern. Sie war es, die 1997 während ihrer Ausbildung zusammen mit Sabine Bühler und einem weiteren Opfer an die Medien gelangte und dem Täter so das Handwerk legte. Ich habe es dann vor mir selber wie nicht mehr erträgt. Ich habe es so wie schizophren krank gefunden, dass ich so quasi dort sitze, die Kinder beschütze, die zu mir kommen. Aber andere müssen das Gleiche erleben wie ich. Und ich kenne den Täter. Ich kenne den Mann. Und ich habe gewusst, er macht es noch. Wenn ich heute zurückdenke, dann kommt mir immer wieder so der Satz in den Sinn, verlorene Kindheit. Mir ist so mein Kindsein gestohlen worden. Mein Ich. Mein,
mein Kind. Es ist so, wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, dann sehe ich einfach nur das Turnen, den Missbrauch und den Mann, der rum war und der mein Leben dominiert hat. Der Täter, ein allseits beliebter Lehrer aus einer alteingesessenen Familie. Mit allen Eltern per Du. Ein Kindernarr, hieß es in der Dorfgemeinschaft. Es gab einen sehr zaghaften Ausbruchsversuch von Bettina. Eines Abends eröffnete sie ihren Eltern, der Trainer habe sie angefasst. Sie werde ihn zur Rede stellen. Mehr sagte Bettina nicht. Mehr wollten die Eltern auch nicht wissen, obwohl der Trainer die Tochter nach der Aussprache sogar nach Hause begleitete. Meine Eltern fanden, ja, soll ich reinkommen? Ich bin dann gerade in mein Zimmer verschwunden. Und dann mag ich mich eigentlich nur noch an eine Szene erinnern, dass ich nach einer Zeit wieder runtergegangen bin. Eigentlich innen schauen, ist er noch da oder nicht. Dann stehe ich an den Tisch hin. Und dann lenkt er mich um die Hüfte herum an und zieht mich zu sich auf die Schoss vor meinen Eltern. Und dann sagt er zu meinen Eltern, ja, seht ihr, ich kann halt nicht anders. Aber das ist ja wirklich nicht schlimm. Es ist so ein einschneidender Vorfall, dass einfach die ganze Familie schlussendlich betroffen ist. Und dass es ganz schwierig ist, zum den Weg gemeinsam zu gehen. Also, dass die Eltern oft nicht am gleichen Punkt stehen, wie das Kind stehen, wenn sie anfangen aufzustehen und anfangen zu wehren. Regina, 37 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern, Pflegefachfrau. Ihr erging es wie Bettina. Ihre Eltern wollten gar nicht wissen, was der Tochter in den unzähligen Turnstunden und in den Trainingslagern über lange Jahre hinweg angetan worden war. Ich glaube, die Wahrheit ist manchmal einfach wahnsinnig schmerzhaft und wahnsinnig grusig und unschön. Und man will es einfach wirklich nicht sehen. Und man will auch nicht ein Teil davon sein. Und manchmal ist man es halt einfach oder man wird es halt einfach. Und es geht aber einfach nicht weg, wenn man nicht anschaut. Den sexuellen Missbrauch habe sie verarbeitet, sagt Regina. Leben muss sie aber mit der Ungeheuerlichkeit, dass ihre Eltern bis heute sehr eng mit dem in der Zwischenzeit verurteilten Kinderschänder verbunden sind. Seit er wieder auf freiem Fuß ist, verbrachten Reginas Eltern sogar Ferien mit dem Täter. Meine grösste Narbe ist die Folge, die es hatte, für meine Familie, für meine Eltern. Und für mich als Kind von meinen Eltern, das ist das, was am längsten anhaltet und am schwierigsten ist, damit umzugehen. Also Sie meinen, der Täter hat Ihnen auch die Eltern weggenommen? Ja. Und das kann man so schlecht in einen Strafbestand ummünzen. Und man kann es so schlecht in Monate oder Jahr Gefängnis wieder gut machen. Es ist einfach ein Verlust oder ein eine Tragödie, die einfach noch so viel mehr Kreise mit sich gezogen hat. Und es hört nicht auf. Das Verbrechen, das vor über 25 Jahren stattfand, zieht seine Kreise bis in die Gegenwart. Der Täter hinterlässt zerrüttete Familien, zerstörte Existenzen. Nach all diesen Jahren Leiden hat das richtige Leiden erst angefangen. Und wie hat sich das geäussert, das Leiden?
immer krank sein, nicht mehr können essen, Zwangsstörungen, sich waschen, immer wieder waschen, 2-3 Unterhösli anlegen übereinander als Schutz, nur noch im Dunkeln duschen, kein Stuhlgang mehr, nur noch Einläufe im Spital, weil man alles dreckig, grusig gefunden hat, wo man ausscheidet. Nicht in die Pubertät kommen wie andere. 50 Mal den Teppichstaub saugen, weil wenn man selber drauf gelaufen ist, ist er besonders dreckig. Ich weiss nicht, vielleicht hätte man es besser machen können wie ich. Vielleicht hätte man besser damit umgehen können, aber ich konnte es nicht können. Vielleicht verlangen gewisse Leute von mir mehr und denken, jetzt ist das so lange her, warum geht sie nicht schon lange arbeiten? Vielleicht hat es jemand anderes besser gemacht als ich, aber ich konnte es nicht können. Er hat mir das angetan, aber ich kann ihn ja nicht das Leben lang dafür verantwortlich machen, dass es mir immer noch schlecht geht. Ich muss ja selber weiterkommen. Zwanzig Jahre Psychotherapie liegen hinter Sabine Bühler. Sie sagt, sie habe Fortschritte gemacht. Ihr Gewicht pendelt immer um die magischen 28 Kilogramm. Vor 3 Jahren dann die nächste Unfassbarkeit. Mit 38 kam Sabine Bühler in die Pubertät. Für mich war es sehr schlimm. Ich habe bis vor kurzem meinen Busen gehasst wie die Pest. Und ich habe mich auch immer mit der Schere selber im Busen gestochen, weil ich das wirklich gehasst habe. Und Perioden auch, weil ich sehr, sehr stark habe. Und weil das halt typisch fraulich ist. Und ich war sehr verärgert mit meinem Körper, dass er jetzt einfach macht, was er will. Weil bis jetzt habe ich ihn unter Kontrolle gehabt. Mit 38, dass ich das gehört habe, das ist... Hat mich auf der einen Seite natürlich fasziniert, wie die Natur funktioniert, dass man, es muss ihr besser gegangen sein. Also sie hat ja Therapien gehabt und sie hat Fortschritte gemacht im Leben und das hat dazu geführt, dass sie zu einem völlig falschen Zeitpunkt noch einen erwachsenen Körper gekriegt hat. Aber das Wachstum ist vorbei gewesen. Gewachsen ist sie nicht mehr. Am Anfang war ich unglaublich verliebt, weil er sieht relativ gut aus. Ich hätte ihn jünger geschätzt. Und er hat mich das erste Mal, als wir uns getroffen haben, sehr gentlemanhaft gesagt, ich sage, wunderschöne Frau. Ich habe noch ein bisschen mehr gewogen als jetzt. Und ich neben ihm Platz nehmen. Und wir haben er ist halt wahnsinnig intelligent und so. Das imponiert mich. Wir haben uns austauschen mit unseren Büchern, die wir gelesen haben, Platon, Kafka und so weiter. Ist ein Kafka-Leser. Und dann haben wir uns über diese Bücher unterhalten. Und für mich war er der Einzige, wo ich das konnte. I mean, she is uncommon. She's like all of us unique. Sie ist ungewöhnlich. Einzigartig wie wir alle. Und wenn man bedenkt, wie viel Grässliches ihr angetan worden ist, wenn man die Rolle bedenkt, die ihre Eltern gespielt oder eben nicht gespielt haben, und was ihr von diesem Kunsthorntrainer Furchtbares angetan worden ist, in Anbetracht all des Unerfreulichen, das ihr Zeit ihres Lebens angetan wurde, ist sie noch viel bemerkenswerter. Elliot ist 68 Jahre alt, Schriftsteller und Architekturprofessor aus New York. Kennengelernt haben sich die beiden in einem Zürcher Café. I eat a little chocolate before I eat dinner. Because you never know if you are still here after the dinner. Aha. I found a reason to
eat the dessert food. I read on the internet yesterday, my brother sent to me, that we have to protect the Earth. It's the only planet with chocolate. Yeah, that's good. That's wonderful. Of course, sure. Yeah, you told me about your grandmother. She ate a little bit sweet before the dinner. Because she said life was uncertain. Yeah. Now I make the same. She told me I could die every second because of my heart. Mm-hmm. I have so less weight. And that can be, you can change that. Yeah, it's not, I know that you think it's easy, but it's not an easy way. It has to be handled very carefully. Because it was always a problem since I was 7 years old. Was it always about food that you were mistreated, or was mostly, it? Mostly, you know. Could you not, but could you not see this? Can you not see this at your age now? That you bound that moment? You held on to that moment? As you were unwelcome in the world, not only in that house. And one of the ways to extract yourself from being unwelcome was to erase your existence. And then Sabina, was to erase your existence. That is to remove your presence. By that I mean get smaller. Because this is the same situation. I'm sorry. I was looking for love. This I'm certain. Of this I'm absolutely certain. I'm not a psychiatrist, I'm an architect. Ich bin kein Psychiater, ich bin Architekt. Sie ist eine 40-jährige Frau. Und ich hoffe, dass es in dieser Stadt einen jungen Mann gibt, der intelligent und feinfühlig genug ist, um ihre Qualitäten zu sehen. Es tut mir weh, dass sie alleine ist, denn sie hat viel zu bieten. Ihrem Leben fehlt nur etwas: Liebe. Viel Liebe. Nicht in ihrer Persönlichkeit, nicht in ihrem Sein. Sie braucht Liebe. Viel davon. Sie braucht viel Liebe, damit die Wunden heilen können, die ihr durch den Missbrauch zugefügt wurden. Sie kann sich nur selber heilen. Ich kann das nicht. Ich kann nur ein Freund sein. Ihre Beziehung hat also keine sexuelle Komponente. Wir beide? Oh nein, das wäre das Grausamste, was ich überhaupt tun könnte. Das würde ich nicht überleben. Und Sie auch nicht. Stellen Sie sich vor. Nein. No. Ich muss wirklich sagen, das ist wieder ein Verliebtsein, nicht von Mann und Frau. Sondern? Das ist wieder ein Verliebtsein wie ein Lehrer, oder? Also, wenn ich mich verliebe oder vergucke in einen Mann, habe ich nie sexuelle Vorstellungen. Also, das ist ganz wichtig, weil so etwas, ich kann mir das nicht einmal vorstellen, oder? Äskulap-Klinik in Brunnen. Sabine Bühler leidet seit Monaten unter schier unerträglichen Bauchkrämpfen. Ihr Körper, der ein Leben lang misshandelt wurde, wehrt sich mit chronischen Schmerzen. Die Freundschaft zu Elliot hat sich zerschlagen. Die Gründe dafür sollen hier unerwähnt bleiben. Beide benennen sie sehr unterschiedlich. Sabine Bühler ist wieder allein. Mit ihren Büchern, den Ärzten, ihrer Vergangenheit. Ich glaube, alle, die mich gut kennen, meine Geschichte kennen, von A bis Z, die können das nachvollziehen, dass das sehr wahrscheinlich der Punkt, den ich jetzt erreicht habe, ist schon so ein grosser Schritt passiert, dass ich überhaupt am Leben noch bin. Um mich am Leben behalten und auch weiterleben, aber halt eine gewisse andere Form gefunden habe vom Leben, wo vielleicht für das sogenannte 0815 außergewöhnlich ist. Für mich ist das einzig Ertragbare. Und was ist mit dem Mann, der Sabine Bühler und den anderen Opfern all das angetan hat? Über ihn darf hier nicht berichtet werden. Der Täter hat ein Recht auf den Schutz seiner Persönlichkeit. Er hat seine Strafe von 3,25 Jahren abgesessen. Er kann es in Anspruch nehmen, das sogenannte Recht auf Vergessen. Wenn doch nur Sabine Bühler auch davon Gebrauch machen könnte.